Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten. Ich glaube nicht, dass die Leute das toll finden würden. Und den Kosten für die medizinische Versorgung. Noch schlimmer. Oh, weia. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Ja, das ist auch so, würde ich sagen. Aber müssen wir jetzt da hoch? Offensichtlich schon. Also hoch mit. Also, Entschuldigung, hoch mit uns. Ja, so. Dann gehen wir doch mal hier entlang. Halt die Schnauze, mein Gott, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Mach die Tür auf, du Idiot! Oh, weil, 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 weil. Ja, ist klar, ist klar, ist klar, Schnauze. Oh, mach schon. Oh Gott, lauf verdammt, lauf, lauf, lauf! Das Gute ist, sie haben jetzt hier offen gelassen. Oh, bloß nicht, ich schmeck nicht, ich schmeck nicht. Verdammt nochmal, mach die Tür auf! Ich glaube, ja, das war mir natürlich klar. Ja, das werde ich beim nächsten Mal beachten, danke. Oh, sei. Nein. Danke für den Tipp, es ist im Fall wirklich nicht schlecht, weil. Komm, mach zu die Tür! Jetzt. Genau, jetzt muss noch einen anderen Weg geben. Oh, bitte nicht den, Leute, bitte, bitte nicht. Nein. Das will ich euch im Fall nicht verzeihen. Na, mach schon! Rein da! Hoho! Mach schon! Boah! Das sind echt alles Verrückte. Oh, ne, mach schon! Und ho! Da oben ist offen. Sehr gut. Ja, Leute, jetzt kriegt euch mal wieder ein, ja? Den Kindergarten könnt ihr zu Hause. Mach die Tür auf! Go ahead, I'll wait here. Oh Gott. Go on, run free! I'm in no hurry. Sie sind einfach nur krank. No? Alright. Those to the grindstone, I like that. Okay then. Right. Einfach nur krank, dieser Arzt. Was zur Hölle? Wie konnte der Mensch. Also ganz ehrlich, diese Leute müssen ihn ja wirklich hassen, weil der lebt ja noch. Ist das nicht Dr. Wörnecke? Ich vermute mal, dass er es ist. Ich bin ja aber jetzt.
nicht 100% sicher. Oh. Oh, weia. Was ist das für... Oh Gott. Was machen sie jetzt hier genau, bitte? Nein, oder? Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just get a second wash up and... Hey, das ist meine Kamera. Kommt der gefälligste eigene. And it'll... In Pearl gibt's den Fall ganz günstig, gell? Da weißt du, oder? Was zum Teufel hat der vor? I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. Ja, und selbst wenn, ich meine, es ist doch meine Sache. Holier than thou, Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry. Nein. Ist die frisch oder benutzt? It's understandable if people get scared. There's that to turn to God as anything else. Die sind aber gewaschen, oder? I want to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Diesen, was sie benutzen, gebrauchte Sachen, das geht aber gar nicht, wissen sie, oder? What happens when all money is gone? When money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Nehmen Sie die Schere weg. Geschockt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich muss jetzt was selber mit ihm weggeben. Oh wei. Das ist echt krass. Also, ich habe schon vieles miterlebt, aber das ist wirklich krass. Jo, da hier der Speicherpunkt ist, würde ich sagen, machen wir nächste Woche weiter, am Samstag, wieder auf Twitch, das letzte Mal dann auf Twitch. Und weiter geht's dann natürlich in 2 Wochen mit Hitbox. Ich hoffe, das kleine, schnuckelige Let's Play hat euch gefallen. Beziehungsweise, ich werde das Ganze jetzt in 20-Minuten-Part schneiden und dann hochladen auf YouTube, damit diejenigen, die leider nicht dabei sein konnten beim Livestream, das Ganze auch dann sehen können. Wie gesagt, zweimal in der Woche wird es dann hochgeladen. Und weil wenn ich jetzt alles aufs Mal hochlade, das wäre doch ein bisschen sehr viel, denke ich mal, für einige. Und das schaut sich auch, glaube ich, kaum einer an. Deswegen mache ich 20-Minuten-Parts draus und bei den Anfang ein bisschen kürzen, weil PC-Probleme und so. Und da würde ich mal sagen, erstmal vielen, vielen lieben Dank euch alle draußen, dass ihr beim Livestream dabei wart. Ich meine, wir haben jetzt doch fast 3 Stunden gestreamt. Das ist ordentlich. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und ihr könnt mir auch Feedback, wie gesagt, gerne hinterlassen und da bin ich mal gespannt, was ihr so sagt. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit gekommen bin oder so weit gekommen wäre. Ich meine, in fast 3 Stunden. Cool. Und dann würde ich sagen, machen wir bei der nächsten Folge weiter, beziehungsweise beim nächsten Livestream am Samstag. Dann würde ich sagen, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal, adios und bis dann. So, dann würde ich mal wirklich sagen, auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Tschüssi. Danke fürs Zuschauen, gell Leute. Hat mich wirklich sehr gefreut.